ist noch in Gespräch mit Martin Schmeinski. Aber was man so hört, sieht es gut aus. Jetzt aber auch vielleicht für Lescho. Boah, was ein Zusammenprall. Der Schuss und das Tor für Krefeld. Was eine wilde Szene, aber es heißt 3:5 für den KIV nach 44 Minuten und 40 Sekunden. Und das war ein heftiger Einschlag zwischen Lescho und Joachim Eriksson, der da immer noch benommen. Da liegt Buntzis, lässt sich feiern. Hier nochmal ist Lescho schneller. Boah, da reißt es dem Eriksson den Helm vorm Kopf. Spiel läuft weiter. Und dann der Schuss, der passt aber auch genau.